vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind von der Weltpresse. Puno hvala što ste se pojavili u tako velikom broju što se tiče svetske štampe. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mal einmal in Novi Sad sein dürfen, um hier in dieser wundervollen Stadt wieder mal einen kleinen Austausch zu machen im Namen der Kultur und der Völkerverständigung. Raduje nas što smo ponovo u Novom Sadu, što ponovo možemo da imamo razmenu što se tiče ove kulture i razumevanja među narodima. Die Dortmunder Gruppe ist eine Künstlervereinigung von ungefähr 23 Künstlern, die alle sehr renommiert, also die besten Künstler, wie Maja schon sagte, vielen Dank übrigens, aus dieser Stadt sind. Dortmundska grupa je udruženje umetnika od otprilike 23 umetnika koji spadaju u najrenomiranije umetnike u tom gradu. Wir stellen tatsächlich international aus, auch in vielen verschiedenen Ländern. Izlažemo internacionalno u mnogim različitim zemljama. Für diese Ausstellung und für diesen Raum haben wir uns überlegt, etwas ganz Spezielles zu machen. Und zwar sollten alle auf dem gleichen Format arbeiten, auf Papier und ohne Rahmen und ohne Leinwand. Za ovaj prostor i za ovu izložbu smo osmislili nešto sasvim posebno, da svi rade u istom formatu, bez rama i bez platna na papiru. So dass man die Verschiedenartigkeit der einzelnen Positionen der Künstler erleben kann, wenn sie sich alle mit einem Medium beschäftigen müssen. Tako da se može videti različitost među svim umetnicima kada se bavi istim medijumom. Hab tatsächlich einen sehr großen Überblick von New York bis Paris bis Barcelona, European, also europäische Kunst. Was ich merke ist, dass hier eine hervorragende Ausbildung ist bei den Künstlern. Ja lično imam jedan jako dobar pregled umetnosti. Wir sehen das in Ländern wie Italien, in Russland oder aber auch in Serbien, dass die traditionelle Ausbildung noch ganz weit vorne steht. Znači u poređenju sa svetom, ono što se primećuje i ovde, kao i drugim zemljama, Rusija i u regionu, da imate jako dobro obrazovanje umetnika. Deutschland nimmt in der internationalen Kunstszene eine besondere Position ein. Durch Josef Beuys in den 60er, 70er Jahren hat sich da alles verändert. Sie kennen ihn wahrscheinlich. Nemačka ima jednu posebnu poziciju u umetnosti i zahvaljujući Josefu Beuysu u 60. i 70. godinama se mnogo toga promenilo. Josef Beuys hat einen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Damit meinte er aber nicht, dass wir alle super begabt sind oder Talente haben, sondern er meinte, ein Handwerker oder ein Bäcker ist genauso wertvoll wie einer, der ein Bild malt. I on je rekao jednu jako važnu rečenicu, a ona glasi da je svako od nas umetnik. Ne u smislu da smo svi veoma talentovani, ali da svako sa svakim svojim zanimanjem vrši tu neku umetničku ulogu. Und er sagte noch etwas, er sagte, Kunst kommt nicht von können. Genau. I on je još rekao jednu rečenicu, umetnost ne dolazi od umeća. Kunst kommt von Kunde. Man muss etwas kundtun und das muss man können. Umetnost dolazi od objavljivanja. Nešto mora da se objavi i to mora onda da se ume, da se zna. Und das haben wir auch hier in Novi Sad entdeckt. Wir durften gestern Abend die Bilder von Maja bewundern in ihrem Atelier und sie erzählt Geschichten in ihrer wunderbaren Bilderwelt. I to smo mogli isto da vidimo ovde u Novom Sadu, sigurno smo razgledali Atelje Main i ona isto priča ove divne priče sa svojim slikama. Und das sehen wir auch in den anderen Ateliers. Wir klopfen einfach an die Türen und gehen einfach rein und sagen, hallo, du bist Künstler, du bist unser Freund, wir sind alle Brüder, was machst du?
und wir werden überall herzlich willkommen hier und das lieben wir. I to smo mogli da vidimo i u drugim ateljeima, jednostavno pokucamo na vrata, uđemo, kažemo halo, mi smo umetnici, mi smo braća i na taj način se razmenjujemo. In diesen Zeiten leben wir im Multipluralismus. Das ist eine Kunstrichtung, die sagt, alles ist möglich ohne einen besonderen Grund zu jeder Zeit. Sad živimo u vreme multipluralizma umetnosti, gde je sve moguće u bilo koje vreme i bez bilo kojeg razloga. In der Geschichte der Dortmunder Gruppe ist tatsächlich Folgendes passiert. Diese Gruppe gibt es eigentlich seit 1921. Sie hat sich aus Protest gegen das Nazi-Regime im Dritten Reich aufgelöst. Und alle die Künstler waren Dissidenten im Untergrund. Grupa je osnovana 1921. Ali u vreme nacizma iz protesta grupa se razišla. 1956, nach dem Ende der Terrorzeit, haben sich wieder diese Künstler zusammengefunden und die ersten Versuche gemacht, zeitgenössische, klassische Kunst oder moderne Kunst in der Stadt Dortmund zu etablieren. Und wir waren die Ersten, die überhaupt wieder etwas diesen Menschen gezeigt haben, die in den zerbombten Häusern Ruinen saßen. I onda, nakon vremena terora 1956. godine, grupa se ponovo sastala, njeni umetnici, da bi onda ljudima ponovo učinili, približili i modernu i klasičnu umetnost. Aber zu diesen Zeiten waren wirklich Leute Traditionalisten. Sie wollten lieber Landschaften malen, Schiffe, Bäume, Seestücke, wie wir sagen, Porträts und so weiter. Aber ein anderer Teil, der sagte, Picasso, Matisse, diese Typen sind großartig. Wir wollen das machen. Wir wollen nach vorne. Abstrakte Kunst. I onda je s jedne strane bilo ljudi koji su hteli da se bave tradicionalnim stvarima, da slikaju pejzaže, brodove, prostore, a sa druge strane bilo onda i onih umetnika koji su govorili i stremili ka Picasso, ka Matisu i sl. Das spielt heute natürlich alles keine Rolle mehr, weil ja jeder machen darf, was möchte. Aber damals führte es dazu, dass sich die Gruppe spaltete in zwei Gruppen. To danas naravno nije više značaje, jer svako može da radi šta hoće. Ali tada jeste bilo bitno i tada je zbog toga došlo do podele na dva dela ove grupe. Die Dortmunder Gruppe war tatsächlich für das Moderne und wir haben bis heute Bestand und deswegen sind wir hier. Dortmundska grupa je od uvek bila za modernu, održala se i zbog toga smo sad